So, hallo zusammen. Ich begrüße Sie zu der heutigen Live-Schaltung. Mein Name ist Erik Ludwig und ich bin der Redakteur vom Börsendienst der Renditebrief. Ich hoffe, dass Sie ganz viel Erfolg hatten an den Märkten in den letzten Wochen und Monaten. Die Märkte haben mal wieder etwas hergegeben. Sie haben sich freundlich entwickelt und wir werden heute Abend wie immer ein bisschen gucken, wie die Chancen stehen, dass die freundliche Bewegung der Märkte so weitergeht oder ob es Warnsignale gibt, dass es vielleicht mal eine Pause geben könnte. Wie immer wird dieser Vortrag aufgezeichnet. Das heißt, Sie können diesen Vortrag nochmal hören oder sehen auf dem YouTube-Kanal der World of Trading, vielleicht schon morgen oder spätestens am Montag. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne die Fragen dann in dem Fragemodul von dem Webinar darstellen und die Fragen würde ich dann am Ende des Vortrags beantworten. Bevor ich überhaupt in die Materie einsteige, nochmal wie immer den Risikohinweis und den Disclaimer. Alles, was ich Ihnen heute zeige, dient nur zu Demonstrationszwecken und ist keine Aufforderung, irgendwelche Wertpapiere zu handeln, ne? Auch keine Optionen zu handeln. Ich werde viele Beispiele zeigen, auch von Aktien, von Cash Secured Put, von Optionen. Aber das alles sind nur Ideen, um die Sachverhalte quasi zu erklären, ne? Also auf keinen Fall da diese Papiere entsprechend handeln. So, also die Agenda, wie immer, wir gucken uns erstmal den Markt an, anhand von einigen Charts, anhand von einigen Indikatoren. Und das Sonderthema des Abends besteht darin, Ideen für Cash Secured Puts zu finden in einem Markt, der aktuell überbewertet ist und in dem die Volatilität aktuell sehr, sehr gering ist. Und am Ende möchte ich Ihnen auch noch also die Trade-Historie von dem Dienst des Renditebriefs auch mal zeigen. Das mache ich auch jedes Mal, sodass Sie sehen, was man eigentlich mit der Strategie der Cash Secured Puts erreichen kann. So, ich habe in den früheren Live-Schaltungen seit Anfang des Jahres ganz, ganz viele Charts und Indikatoren gezeigt. Und wenn Sie jedes Mal oder regelmäßig dabei waren, dann wissen Sie, dass viele von diesen Charts und diesen Indikatoren damals Warnsignale geliefert haben. Und ich habe auch jedes Mal betont, dass nur weil ein Indikator zum Beispiel im überkauften Bereich liegt oder dass Divergenzen entstehen, dass es nicht unbedingt bedeutet, dass die Märkte stark und sofort korrigieren müssen. Und zum Glück habe ich das gesagt, weil tatsächlich haben die Märkte seit Monaten nicht so wirklich korrigiert. Es gab ja jetzt einmal pro Monat ein, zwei, drei Tage, wo die Märkte ein bisschen gefallen sind, aber das war wirklich nichts. Also man kann wirklich nicht von einer Korrektur sprechen. Und das ist immer so eine wichtige Botschaft an dieser Stelle. Wenn Sie Warnsignalen sehen von Indikatoren und von Charts, heißt es nicht unbedingt, dass die Märkte stark fallen müssen und dass sie schnell fallen müssen. Manchmal reicht eine ganz kleine Korrektur von einem Tag oder sogar eine Seitwärtsbewegung, um den überhitzten Zustand dieser Indikatoren quasi zu neutralisieren. Vielmehr sollten Sie als Schlüsse ziehen, also wenn Sie feststellen, dass eine Vielzahl an Indikatoren Warnsignale liefern, sollten Sie sich eher Gedanken darüber machen, ob Sie wirklich mit 100% Ihres Kapitals da in die Märkte einsteigen wollen oder ob Sie eventuell Ihre Investitionsgröße runterfahren. Das wäre eventuell eine Überlegung wert. Aber auf keinen Fall jetzt aufgrund der Indikatoren, die ich Ihnen jetzt gleich zeige, sagen, okay, ich verabschiede mich von den Märkten für die kommenden Monate oder ich setze sogar darauf, dass die Märkte fallen, indem ich irgendwelche Put-Optionen kaufe und so weiter und so fort. Das sollte jetzt auf jeden Fall nicht die Botschaft sein, ne? Schon mal im Vorfeld. So, dann fangen wir an mit einem ersten Chart und dieser Chart liefert kein Warnsignal. Das ist mal ausnahmsweise ein Chart, der eher so ein positives Signal für die Märkte liefert. Dieser Chart ist von Sentiment Trader und zeigt den Handelsvolumen von Penny Stock Aktien, also kleine Aktien, so im Mikrobereich, sage ich mal so, also typischerweise unter 1 Dollar. Und Sie sehen hier den Verlauf über 10 Jahre, das Handelsvolumen über 10 Jahre. Und darüber sehen Sie in Schwarz den S&P 500. Und Sie sehen, dass es also Ende der 2020 und Anfang 2021 einen großen Appetit für Spekulationen mit Penny Stocks gab. Da sehen Sie, dass das Handelsvolumen sehr, sehr stark gestiegen ist.
Und in den letzten Monaten, und das geht leider jetzt nur bis Ende Juni, also die Juli-Zahlen haben wir noch nicht, hat sich dieser Trend umgekehrt. Also wir sehen, dass das Handelsvolumen von Penny Stock-Aktien seit mittlerweile 5 Monate runtergegangen ist. Und ich würde mal spekulieren, dass auch wenn wir die Zahlen von Juli haben, dass dieses Handelsvolumen nochmal runtergegangen ist. Und das bewerte ich als positiv, weil wenn viele kleine Anleger tatsächlich so Penny Stocks handeln, dann ist es ein Zeichen, dass eine gewisse Euphorie an den Märkten herrscht. Jeder will Aktien kaufen und idealerweise Aktien, die ein Kurspotenzial von 100% versprechen und dies und das und jenes. Und das ist mittlerweile nicht mehr so der Fall. So langsam legt sich diese Spekulation, die wir Anfang 2021 gesehen haben. Und wie gesagt, das ist eher positiv zu bewerten. Wir sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau, ja, keine Frage. Man sieht es hier ganz klar, dass wir noch ein sehr, sehr hohes Handelsvolumen sehen im Vergleich zu den vorigen Jahren. Aber es geht so langsam auch runter. So, jetzt kommen wir zu den anderen Charts, die eher so erneut Warnsignale liefern. Und zwar sehen Sie hier, das ist ein bisschen dasselbe Layout wie das vorige Chart, die Anzahl der Börsengänge. Also wie viele Unternehmen gehen momentan an die Börse? Das ist auch eine Sicht über 10 Jahre. Und auch hier sehen Sie im oberen Bereich den S&P 500 in Schwarz. Und Sie können sehen, auch hier seit Ende 2020, dass die Anzahl der Börsengänge pro Monat extrem hoch ausfällt. Und wenn Sie das vergleichen mit den vorigen Jahren, ja, also da sehen Sie hier die letzten, wie gesagt, die letzten 9 Jahre hier in diesem Bereich, sind wir deutlich, deutlich höher unterwegs, was die Anzahl der Börsengänge anbelangt. Das bedeutet, jedes Unternehmen, was börsennotiert werden möchte, will jetzt an die Börse, weil man davon ausgeht, dass man von Kurssteigerungen profitieren kann. Das ist eher so eine Art Kontraindikator. Definitiv kein Indikator, aus dem man jetzt auch, wie gesagt, Schlüsse ziehen kann, dass die Märkte fallen werden. Aber es ist, sage ich mal, ein Warnsignal, dass die Märkte jetzt vielleicht ein bisschen überhitzt sind, wenn ganz, ganz viele Börsengänge quasi forciert durchgeführt werden, losgelöst vielleicht auch von der Qualität des Unternehmens, was dann entsprechend an die Börse gebracht wird. Der nächste Chart, den ich auch sehr gern gucke und den ich auch öfters in meinen Publikationen erwähne, ist dieser Angst- und Gier-Indikator oder Angst- und Gier-Index. Vielleicht kennen Sie diesen Index von der Internetseite CNN.com. Da finden Sie, sage ich mal, die Originalversion vom Angst- und Gier-Index. Hier sehen Sie einen Chart von TradingView im oberen Bereich, wieder den S&P 500, diesmal über ein Jahr dargestellt, und darunter sehen Sie diese schwarze Linie, die den Angst- und Gier-Indikator darstellt. Diese Linie wird aus mehreren Komponenten konstruiert. Also da fließen zum Beispiel gewisse Sentiment-Indikatoren, die die Stimmung der Marktteilnehmer misst. Da fließt zum Beispiel diese sogenannte Put-Call-Ratio ein und noch ein paar andere Parameter. Auch die Volatilität spielt hier eine Rolle, um grundsätzlich, wie gesagt, die Stimmung der Marktteilnehmer zu messen. Und je höher diese Kurve, desto sorgloser oder sogar euphorischer sind die Marktteilnehmer. Und je niedriger diese schwarze Kurve, desto ängstlicher sind die Marktteilnehmer. Und da sehen Sie auch zwei Linien, eine rote Linie und eine grüne Linie. Würde dieser Indikator jetzt unter der grünen Linie notieren, dann könnten wir wahrscheinlich tatsächlich von Panik an den Märkten sprechen. Und wenn der Indikator über der roten Linie notiert, dann spricht man von einer etwas übertriebenen Euphorie und übertriebenen Sorglosigkeit. Und Sie ahnen schon, was die Botschaft aus dem Indikator ist. Ja, wenn er sehr hoch notiert, wenn die Euphorie herrscht, dann sollte man eher vorsichtig sein. Und andersrum, wenn dieser Indikator sehr niedrig notiert, wenn Panik an den Märkten herrscht, dann ist es vielleicht an der Zeit, tatsächlich mal wieder in die Märkte einzusteigen. So, und hier haben wir tatsächlich ein interessantes Phänomen. Also erstmal ist es so, dass seit Ende November 2020 bis, ich sage mal so, Ende April 2021 dieser Indikator immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau notiert hat. Das heißt, es war überhaupt keine Angst am Markt, sondern die Marktteilnehmer waren extrem zuversichtlich, dass die Märkte weiter nach oben gehen würden. Normalerweise, wie gesagt, ist das ein Kontraindikator, aber das hat den Markt überhaupt nicht interessiert. Man sieht, dass der S&P 500 wirklich quasi geradlinig nach oben gegangen ist. Das heißt, dieser Indikator hat jetzt zwar ein Warnsignal geliefert, aber hat aber nicht
überhaupt keine Wirkung gezeigt. Jetzt ist es aber so, man sieht, dass diese Linie seit Anfang Mai am Fallen ist. Und zwar relativ stark am Fallen ist. Wir sind tatsächlich im Bereich der Angst. Und wenn man sich das den Originalindikator von der CNN.com-Seite anguckt, dann sieht man auch, also den Bereich 4, das heißt Angst. Und das ist wirklich paradox, weil normalerweise entsteht diese Angst, wenn die Märkte tatsächlich schon angefangen haben zu fallen. Ja, also es ist definitiv korreliert normalerweise. Die Märkte fallen und die Angst verbreitet sich. Und hier ist es so, man sieht, dass die Angst sich verbreitet, obwohl der Markt weiterhin seinen geradlinigen Aufwärtstrend da verzeichnet. Und die Erklärung dahinter findet man, indem man ein bisschen unter die Oberfläche guckt. Es ist ja so, dass beim S&P 500 es einige Schwergewichte gibt mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung, die momentan sehr gut laufen. Ne? Ich denke zum Beispiel an Microsoft, Google, Facebook und so weiter, also ganz, ganz viele große Tech-Unternehmen, die sehr, sehr starke Kurszuwächse verzeichnen. Und durch ihre hohe Marktkapitalisierung tragen sie fast allein den S&P 500 nach oben. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Aktien im S&P 500 mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung, die nicht so gut laufen. Und ich habe jetzt kein Bild dazu, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt den S&P 500 nehmen würde, und diese Schwergewicht davon abziehen würde, dann würden wir einen ganz anderen Verlauf des S&P 500 sehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir einen fallenden Index sehen würden. Und insofern ist trotzdem jetzt der Indikator in seinem Verlauf dann logisch zu verstehen. Ja? Ein normaler Index ohne diese Tech-Schwergewichte, ohne diese Diskrepanz sozusagen, würde fallen und die Angst würde sich dementsprechend auch bereit machen. Und diese Angst bezieht sich dann eher auf diese kleinen Werte, beziehungsweise ja, klein sind sie nicht unbedingt, aber auf die anderen Werte, die eben nicht diese große Tech-Unternehmen sind. Ja. Und dazu zeige ich Ihnen noch einen anderen Chart, der das auch, finde ich, sehr, sehr gut zeigt. Da gehen wir aber gleich in die Handelsplattform direkt. Also das ist TradingView normal, ne? Das, diese Chart-Funktionalität, die ich immer verwende. Und Sie sehen hier in Blau den Verlauf des S&P 500 über, wie viel waren das, 6 Monate, glaube ich. Ja, genau. Also hier sind es 6 Monate und in Orange sehen Sie den Verlauf des Russell 2000, also hier in dem Fall des ETFs IWM. Und der Russell 2000 bildet die kleinen und mittleren Unternehmen der USA ab. Und da ein Blick auf dem Chart zeigt ganz klar, wie die Schere zwischen dem S&P 500 und dem Russell 2000 auseinandergeht. Ja, und vor allem seit, ich sage mal so, Mitte, Ende Juni sieht man ganz klar, dass der S&P 500 weiter nach oben geht. Wie gesagt, getragen von diesen großen Tech-Werten, während der Russell 2000 ganz klipp und klar Schwäche zeigt, ja, und keine geringe Schwäche. Man spricht hier, also man sieht schon, dass der Russell 2000 da innerhalb von, ich sage mal so, 6, 7 Wochen rund 5% verloren hat, ne, während der S&P 500 weiterhin Richtung Allzeithoch geht, beziehungsweise diese Allzeithochs Tag für Tag schlägt. Und also wenn das kein Warnsignal ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist definitiv etwas, worauf man achten muss. Wie gesagt, die großen Unternehmen tragen den Index und heben ihn zu neuen Allzeithoch. Aber unter der Oberfläche ist es so, dass eine große Anzahl an Aktien sich nicht wirklich behaupten kann. Und dazu gibt es noch einen weiteren Chart, der das auch sehr schön zeigt, finde ich. Das ist ein Chart im Bereich der Marktbreite. Also auf Englisch ist es dann Market Breadth. Diesen Chart zeige ich ab und zu in diesen Live-Schaltungen und ich verwende ihn auch in meinen Publikationen auch ab und an. Kommt von der Seite, von der Internetseite indexindikators.com. Was Sie hier sehen, ist einen 3-jährigen Verlauf des S&P 500. Das wäre die Kurve hier in schwarz. Und in blau den prozentualen Anteil der S&P 500 Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt notieren. Okay, also wir sind heute oder standen gestern so unterwegs, dass rund 52% aller Aktien im S&P 500 über ihrem 50-Tages-Durchschnitt notieren. Das bedeutet aber auch, dass 48% aller Aktien nicht mal den 50-Tages-Durchschnitt behaupten können oder verteidigen können. Ja? Und Sie sehen auch, wie diese Kurve am Fallen ist. Und zwar, also hier sieht man jetzt die Zeitleiste nicht gut oder überhaupt nicht. Hier haben wir Januar.
Das ist, wie gesagt, über 3 Jahre, Januar, also Februar, März, April, Mai. Seit Ende April, Anfang Mai, sage ich mal so, hat dieser Indikator so langsam an Wert verloren. Das heißt, seitdem gibt es immer mehr Aktien oder ich sage mal so, immer weniger Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt notieren. Und was war der S&P 500? Er steigt trotzdem, ja, aus den Gründen, die ich gerade eben erwähnt habe. Ganz klare Divergenz, also ganz klare negative Divergenz hier. Wir haben eine Indikator, der nach unten geht, und zwar massiv nach unten geht, während der zugrunde liegende Index nach oben geht. Ja. Bedeutet das, dass der Markt gleich fallen wird? Nein, nicht unbedingt. Ja, das kann noch eine Weile so weitergehen, aber es ist ein Achtungspunkt. Und wenn man sich die Vergangenheit ein bisschen anschaut, war es schon so, dass man eine Situation finden kann, wo der Indikator, ich sage mal so, diese also mögliche Korrekturen, ich will nicht sagen vorausgesagt hat, aber zumindest, also man konnte das ein bisschen antizipieren. Man sieht es zum Beispiel auch hier Anfang 2020 vor dem Corona-Crash. Bevor die Märkte wirklich drastisch fielen, hatte auch diese blaue Linie keine neue Hochs verzeichnet. Das heißt, es gab da schon eine Verschlechterung der Marktlage, zumindest unter der Oberfläche. Und auch in früheren, also in der weiteren Vergangenheit sieht man auch hier, das muss dann entsprechend Ende 2018 gewesen sein. Oder Mitte 2018, wie diese blaue Linie massiv nach unten gegangen ist, hier sieht man relativ gut und noch lange genug, bevor der S&P 500 angefangen hat zu fallen. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Blick wert und eine sehr, sehr interessante Botschaft und eine Konstellation, die man jetzt nicht unbedingt so oft sieht. Ja? Und wenn diese blaue Linie weiter nach unten geht, also sie hat sich ein bisschen stabilisiert in den letzten Wochen, aber wenn sie wieder den Weg Richtung Süden einschlagen sollte sozusagen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir nicht so weit weg von einer kleinen Korrektur im Aktienmarkt sind. Aber wie gesagt, diese Korrekturen müssen auch nicht stark ausfallen. Man sieht auch hier 2020 auch ein paar Mini-Korrekturen im Sommer oder im Herbst. Man konnte auch feststellen, dass die blaue Linie auch gefallen war damals. Aber es war jetzt nicht so dramatisch. Ja? Also kein Grund, sage ich mal, den Aktien den Rücken zu drehen, nur weil man das sieht. Ja? Von daher kann man jetzt nicht sagen, wie stark die Korrektur da ausfallen würde, wenn sie mal eintritt. So, dann ein Bild, was eine ganz andere Sache darstellt. Das hat jetzt nichts mit Indikatoren zu tun oder mit gewissen Messungen von Indizes und von Aktien und so, sondern hier sehen Sie eine Analyse der US-amerikanischen Haushalten. Und zwar sehen Sie hier zwei Linien, eine blaue Linie und eine rote Linie über 50 Jahren hier dargestellt. Und die blaue Linie stellt den Anteil von Aktien am finanziellen Vermögen der privaten Haushalte dar. Also wie viele Aktien halten die US-amerikanischen Haushalte im Vergleich zu den anderen finanziellen Vermögen. Und in Rot sehen Sie den Anteil der Aktien am gesamten Haushaltsvermögen. Also finanzielles Vermögen bedeutet, was halten die Haushalte an Aktien, Anleihen, Immobilien, und das gesamte Haushaltsvermögen ist alles andere, was auch noch dazu gehört. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, also die interessantere Linie ist die blaue. Grundsätzlich, und Sie sehen, dass in den letzten 50 Jahren die US-amerikanischen Haushalte noch nie so viele Aktien in ihrem Depot gehalten haben wie jetzt. Ja. Sie sind sogar noch stärker unterwegs als vor der Internetblase Ende 1999, Anfang 2000. Und ja, und Sie sehen auch, was passiert ist, als diese Peaks erreicht worden sind, also vor allem vor der Internetblase, Peak erreicht im Bereich der Anteil an Aktien, die von Haushalten gehalten werden. Und Sie wissen, was danach passiert ist, die Märkte sind gefallen. Das Niveau war auch sehr hoch in 2007, sieht man auch hier, Peak erreicht, und ein bisschen später durch die Finanzkrise sind dann auch entsprechend die Märkte gefallen. Und auch in der Vergangenheit sieht man auch bei den etwas markantesten Peaks, bei diesen Kurven, dass die Märkte danach in Schwierigkeiten gerieten. Aber, und das ist auch ganz wichtig, dieser Indikator ist schon ein bisschen zeitversetzt, sage ich mal so. Es dauert ein bisschen, bis die Börsen tatsächlich anfangen zu fallen, nachdem der Peak bei diesem Indikator erreicht wird. Ja, also man sieht es auch hier bei der Internetblase. Dieser Peak ist in 1999 entstanden und die Märkte sind dann noch eine Weile gut gelaufen.
Ja, also es ist nicht so, dass man dann in der Woche danach oder in den Monat danach, nachdem so ein Peak erreicht ist, und dieser Peak muss sich erstmal auch schön bilden, ja, also es gibt manchmal auch so Zwischenpeaks, wo man nicht so weiß, ist jetzt der Peak erreicht oder geht es weiter nach oben. Dieser Peak muss erstmal schön hier da, also sichtbar sein. Dann dauert es ein bisschen, bis die Börse darauf reagieren. Ja, und das ist ganz interessant. Von daher ist es auch wichtig, denke ich mal, einen Blick auf solche Charts zu werfen, um zu wissen, wo wir uns gerade befinden. Und Sie sehen auch, aus heutiger Sicht ist dieser Peak noch nicht erreicht. Das heißt, diese blaue Linie und auch die rote Linie, die gehen weiterhin nach oben. Ja, und das heißt, die Haushalte kaufen weiterhin Aktien. Könnte sein, dass wir jetzt im dritten oder im vierten Quartal, dass es eine Beruhigung gibt an den Märkten, also dass der Risikoappetit auch ein bisschen runtergeht. Vielleicht bildet sich dann auch einen klaren Peak, ein klares Hoch bei diesen Linien und dann können wir uns Gedanken machen, okay, wie sieht es dann aus in den kommenden Jahren an den Aktienmärkten? Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir hier nicht von den kommenden 18 Monaten und kommenden 2 Jahren sprechen, aber sollte sich hier ganz klar ein Peak darstellen, könnte ich tatsächlich sagen, dass wir uns vielleicht Sorgen machen könnten für die kommenden 5 Jahre, ob man immer noch gute Renditen am Aktienmarkt erzielen kann. Aber soweit sind wir noch nicht. Aber diesen Chart wollte ich unbedingt nochmal hier zeigen. So, und so langsam kommen wir schon zu dem Thema des Abends. Also wir befinden uns in einem überbewerteten Markt. Das zeige ich auch noch gleich, woran ich das festmache. Und wir sind momentan in einem Marktumfeld mit einer sehr niedrigen Volatilität. Ja? Also Sie sehen hier den Volatilitätsindex VIX. Brauche ich jetzt nicht erklären. Ich nehme an, der ist bei allen bekannt. Das ist der Maßstab der Volatilität des US-amerikanischen Marktes und des S&P 500 vor allem. Und wenn man jetzt fragt, okay, was ist ein hoher Volatilitätsindex, was ist ein niedriger Volatilitätsindex, da gibt es jetzt keine pauschale Aussage dazu. Aber auch ich glaube, ein einfacher Blick auf diesen Chart reicht, um zu erkennen, dass wir uns gerade in einem Umfeld befinden, wo die Volatilität eher niedrig ist. Das ist jetzt ein Chart über einem Jahr. Und der VIX notiert unter 20. Also dieses Bild ist jetzt 2 Stunden alt. Also der VIX war bei 19,45 vorhin. Und wir hatten letztes Jahr ganz andere Werte erlebt, ja, so um die 30 eher, auch nachdem der Corona-Crash sich gelegt hatte. Und von daher kann man definitiv heute von einem sehr, sehr volatilitätsarmen Marktumfeld sprechen. Halten Sie das im Hinterkopf für die nächsten Folien, die ich nachher zeigen werde. So, Überbewertung am Markt. Wie sieht es aus? Also, da gehe ich auch wieder live auf die Seite von finwiz.com. Das ist auch eine Seite, die ich ab und zu in meinen Live-Schaltungen zeige. Und auf dieser Seite gibt es eine Funktionalität, die heißt Maps, also Karten sozusagen, wo Sie die US-amerikanischen Aktien hier sehen können. Und zwar hier in dem Fall von dem S&P 500. Und dieses Bild ist so aufgebaut, dass Sie unterschiedliche Sektoren erkennen können. Also typischerweise oben links das ganze Thema Technologie. Dann haben Sie zum Beispiel hier unten das ganze Thema Finanzen mit den Banken, mit den Versicherungen. Dann haben Sie Energie, dann haben Sie also Konsumwerte, zyklische und defensive Werte, Industriewerte und so weiter und so fort. Und jedes Kästchen ist quasi eine Aktie und je größer dieses Kästchen, desto größer die Marktkapitalisierung der Aktie. Also hier zum Beispiel oben links sehen Sie Microsoft, großes Unternehmen, große Aktie in Anführungsstriche und deswegen ist dieses Kästchen auch sehr groß. Und hier das Bild, was Sie hier sehen, ist die eintägige Performance, also die eintägige Kursentwicklung der jeweiligen Aktie. Man sieht, dass heute der Markt eher so positiv verläuft. Man sieht überwiegend die Farbe grün, mit Ausnahme hier des Bereichs Gesundheit. Aber das will ich gar nicht zeigen, ich will gar nicht die Kursentwicklung zeigen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie die Kursgewinnverhältnisse von diesen Aktien aussehen. Und das können Sie auch mit dieser Seite machen. Sie klicken hier im linken Bereich auf PE, also Price to Earnings, auf Deutsch dann entsprechend Kursgewinnverhältnis. Und dann sehen Sie die Karte mit diesen Aktien und Sie sehen die Bewertung also des Kursgewinnverhältnisses. So, die Seite von Finviz macht es sich hier ein bisschen einfach.
Die Legende ist so, dass, also ganz einfach stumpf, sobald Sie ein Kursgewinnverhältnis von über 20 haben, sind Sie im roten Bereich. Und sobald Sie ein Kursgewinnverhältnis haben unter 15 beziehungsweise so unter 10, dann sind Sie eher im grünen Bereich. So, so und wie Sie wissen, das ist nicht so ganz korrekt. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel Technologieaktien betrachten, wäre ein Kursgewinnverhältnis von 20 jetzt nicht unbedingt problematisch. Ja. Wichtig wäre jetzt ein bisschen tiefer zu graben und zu gucken, okay, ich habe jetzt für eine Technologieaktie zum Beispiel ein Kursgewinnverhältnis von 25, aber in den letzten 12 Monaten war der Durchschnitt von diesem Kursgewinnverhältnis bei 30. Und von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass die Aktie übermäßig überbewertet ist. Ja. Aber ich sage mal so, wir machen es heute ganz einfach und gucken uns einfach dieses Bild an und was sehen wir? Wir sehen überwiegend die Farbe Rot. Ja, quer durch die Bank sind wir hier mit Kursgewinnverhältnissen unterwegs, die schon jenseits der Marke von 20 sind, fast über alle Sektoren. Ne, ich betone fast über alle Sektoren. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, sind die Märkte überbewertet? Wenn man diese Karte sieht, dann würde ich sagen, ja, die Märkte sind ganz klar überbewertet. Was man sich auch noch anschauen kann, ist das sogenannte Forward PE, das ist das sogenannte erwartete Kursgewinnverhältnis, wo man jetzt nicht die aktuellen realisierten Gewinne des Unternehmens berücksichtigt, sondern die erwarteten prognostizierten Gewinne des Unternehmens. Das ist natürlich immer auch mit Vorsicht zu genießen, weil diese Gewinne können sich, also können revidiert werden natürlich, aber trotzdem lohnt sich ein Blick darauf, wie sieht da die Karte aus? Auch eher überwiegend grün, dass er sogar für die Zukunft, für die erwarteten Gewinne dieser einzelnen Unternehmen sind doch noch zu hoch bewertet allgemein. So, allerdings stechen da ein paar grüne Bereiche heraus und auch diese Bereiche müssen Sie bitte im Hinterkopf behalten für die nächsten Folien. Also man sieht, dass die Banken zum Beispiel eher im grünen Bereich sind. Ja, man sieht auch, dass einige Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich oder aus der Pharmaindustrie noch gewisse grüne Fleckchen da zeigen. Auch die Telekommunikation, gut, da gibt es auch nicht so viele Werte, ja, so AT&T, Verizon und T-Mobile US, das ist jetzt nicht so viel. Und wenn man sich da rechts da bewegt, dann sieht man, dass im Bereich Energie, also Öl und Gas, wir auch noch hier und da ein paar grüne Fleckchen findet. Aber ansonsten ist das Bild überwiegend rot, auch was das erwartete Kursgewinnverhältnis anbelangt. Also von daher, ja, die Botschaft, dass die Märkte überbewertet sind, ist definitiv aus dieser Sicht zumindest richtig. So, und ein weiteres Bild, was ich zeigen möchte in Bezug auf Überbewertung, ist dieses Schiller Ratio. Auch ein Bild, was ich öfters und gerne zeige, was ich auch in meinen Publikationen öfters erwähne. Das Schiller Ratio ist eine Art Kurs-Gewinn-Verhältnismessung der Aktien des S&P 500. Aber da wird nicht der aktuelle Gewinn berücksichtigt, sondern eine Art Durchschnitt der letzten 10 Jahre, also die Durchschnittsgewinne der letzten 10 Jahre der einzelnen Unternehmen. Und so wird dann das KGV, das Kursgewinnverhältnis, dann gemessen. So, wir sind heute bei 38,33 auf einem hohen Niveau, sieht man auch hier, wenn man sich diesen Chart anguckt. Nicht so hoch wie kurz vor der Internetblase, aber höher als vor der großen Depression 1929 und noch deutlich höher als beim Black Monday vor, wann war das? Mehr als 20 Jahren. So, also definitiv hier geht es auch Richtung Überbewertung. Auch hier definitiv kein Indikator, woraus man sagen kann, ich muss jetzt unbedingt die Märkte verlassen, weil jetzt fallen sie. Ja, so ist es nicht. Hier ist auch noch kein Peak erreicht. Das heißt, diese blaue Linie steigt weiter und man sieht, dass sie auch schon Ende 2000 oder Anfang 2020 auf einem hohen Niveau war und trotzdem sind die Märkte weiter nach oben gegangen. Das muss übrigens die Korrektur von Corona gewesen sein, wo es dann einen Knick nach unten ging, bevor es wieder nach oben ging. So, ich habe in einer Publikation vor einigen Wochen dieses Chart auch gezeigt und dieses Chart finde ich wirklich sehr interessant. Wie hat sich der Dow Jones verhalten, nachdem dieser Schiller KGV quasi ein Hoch markiert hatte, und zwar in den letzten mehr als 100 Jahren? Also Sie sehen hier die große Depression, Black Tuesday 1929. Als dieser Peak erreicht wurde, ist der Dow Jones um 89% eingebrochen. Dann gab es noch andere Peaks im Laufe der Zeit. Und die sehen jedes Mal, das sind die roten Zahlen hier, wie der Dow Jones sich verhalten hat. Der Peak nach der Dotcom-Blase, nach der Internetblase, 39% nach unten ging es mit dem Dow Jones. Auch hier Finanzkrise, 54% ging es nach unten. Jetzt ist die Frage natürlich, wir sind bei rund 38. Der Peak ist noch nicht erreicht.
aber was passiert, wenn wir tatsächlich hier mal eine Bewegung in die andere Richtung sehen? Ja, das, boah, ich will jetzt nicht keine Angst einjagen, aber nochmal, ja, damit Sie ein bisschen das im Hinterkopf behalten, Warnsignale sind da. Ist es jetzt an der Zeit, sage ich mal so, mit 100% seines Kapitals in die Märkte einzusteigen? Ich würde sagen, wenn man sowas sieht, eher nicht. Ja. So, und jetzt stellt sich die Frage, wir sprechen ja auch von dem Börsendienst der Renditebrief, in dem wir Cash-Secured-Puts handeln, also Optionen handeln auf Aktien, und die Philosophie der Strategie werde ich nachher nochmal zeigen. Und wenn wir auch Stillaltergeschäften mit Optionen machen, also Optionen leer verkaufen, und das ist der Fall bei Cash-Secured-Put, dann haben wir grundsätzlich in einem überbewerteten Markt und mit einer niedrigen Volatilität auch einige Probleme. Ja, also wir haben hauptsächlich zwei Probleme. Und zwar gibt es einerseits das Rückschlagspotenzial des Marktes. Ja, das habe ich gerade eben gezeigt. Also wir haben eventuell das Problem, dass die Märkte auch mal um 20 und 30% fallen könnten. Und dadurch, dass die Volatilität niedrig ist, können wir normalerweise nur geringere Optionsprämien vereinnahmen, beziehungsweise geringere Sicherheitspolster in unseren Trades einbauen. Warum ist das so? Weil die implizite Volatilität eines Index oder einer Aktie hat einen direkten Einfluss auf den Preis einer Option. Je höher die implizite Volatilität, desto teurer die Option und desto lukrativer ist natürlich dann auch der Verkauf von dieser Option. Und desto lukrativer sind dann auch die Cash-Secured-Puts. Das heißt, wenn die Volatilität hoch ist, kann ich sehr, sehr gute, hohe Prämien vereinnahmen. Andersrum, wenn die Volatilität niedrig ist, extrem niedrig ist, dann wird es schwer, attraktive Prämien zu vereinnahmen, sodass sich der Cash-Secured-Put überhaupt noch lohnt. Geringere Sicherheitspolster, das ist mit dem anderen auch quasi verbunden. Wenn ich jetzt eine attraktive Prämie vereinnahmen möchte, dann muss ich mit dem Basispreis, mit dem Strike von meinem Cash-Secured-Put eher näher an dem aktuellen Aktienkurs gehen, um immer noch eine attraktive Prämie zu vereinnahmen. Aber auch dadurch, dass ich mit dem Basispreis höher gehe, dann reduziere ich auch den Abstand logischerweise, ja, zwischen dem Basispreis und dem aktuellen Aktienkurs. Und dieser Abstand ist typischerweise mein Sicherheitspolster. Das heißt, das ist die Marge, die ich mir lasse, um diesen Betrag, um diesen Abstand darf die Aktie fallen, ohne dass ich quasi einen Verlust erleide. Ja, und das sind zwei Schwierigkeiten, zwei Probleme, mit denen man umgehen muss in der aktuellen Marktlage. So, wie kann man damit umgehen? Also, ein paar Lösungsansätze möchte ich Ihnen zeigen, und die Betonung liegt auf Ansätze. Ja, ich behaupte jetzt nicht, dass das, was ich Ihnen jetzt zeige, die super Lösung sind. Es sind einfach nur Ideen, wie Sie in solch einem Marktumfeld noch, ich sage mal so, gute Cash-Secured-Puts handeln können. Also, boah, erstmal ganz einfach. Sie haben ja die Karte gesehen von den Bewertungen der einzelnen Unternehmen, und Sie haben gesehen, es gibt ganz viele Unternehmen im roten Bereich, aber wenn Sie aufgepasst haben, ich habe sie auch erwähnt, gab es auch drei Sektoren, die noch im grünen Bereich waren. Ja? Und das waren einerseits die Banken, andererseits das Thema Gesundheit und andererseits nochmal das Thema Energie. So, man kann natürlich von den einzelnen Bereichen halten, was man will. Ja? Also es kann ja sein, dass Sie sagen, okay, ich will auf keinen Fall Banken handeln, ich will auf keinen Fall Pharmaunternehmen handeln, weil das Risiko zu groß ist, oder ich will auch nichts zum Thema Energie handeln, weil das Thema Öl ist sowieso gegessen und dies und das und jenes. Also mag alles stimmen. Ich sage nur, dass es momentan die drei Sektoren sind, die jetzt nicht so die große Bewertung aufzeigen. Und das hat natürlich auch Gründe. Also zum Beispiel im Bereich Energie haben wir jetzt, nachdem es Anfang des Jahres wieder nach oben ging, wieder eine Schwächephase vor uns oder hinter uns. Und das führt dazu, dass die Bewertungen jetzt auch ein bisschen runtergegangen sind. Und das wäre jetzt zum Beispiel jetzt eine Idee, wenn man jetzt einen Cash-Secured-Put handeln möchte und wenn man denkt, okay, diese Aktien haben noch ein bisschen Potenzial oder ein bisschen Luft nach oben, dann könnte man diese Bereiche wählen. So, ich habe in Klammer hier neben diesen Sektoren ein ETF erwähnt, den XLF für die Banken, den XLV für das Thema Gesundheit und den XLE für den Energiesektor. Wenn Sie jetzt auch bei ein paar Live-Schaltungen dabei waren, dann kennen Sie das schon ein bisschen. Wenn Sie auf die Internetseite von etf.com gehen, das zeige ich Ihnen gleich, wenn das geht hier, genau hier, also etf.com, haben Sie die Möglichkeit, diese ETFs da einzutippen. Also ich habe jetzt zum Beispiel den XLF getippt, das ist so den Finanzsektor ETF, ich glaube der größte ETF in diesem Bereich in den USA. Und wenn Sie dann da runterscrollen, dann finden Sie die Aktien, die gerade in diesem ETF enthalten sind. Ja, dann sehen Sie erstmal die Top 10.
die in diesem ETF sind. Und wenn Sie hier klicken auf View All, also sehe alles sozusagen, dann wird, glaube ich, eine Excel-Tabelle heruntergeladen und dann können Sie sehen, was alles im XLF ist. Dann können Sie sich anschauen, können Sie sich die einzelnen Aktien anschauen, gucken nochmal, was ist der KGV, das KGV von dieser Aktie, ist sie wirklich unterbewertet oder nicht? Und natürlich müssen Sie weitere Hausaufgaben machen, ja, weil es reicht nicht zu gucken, ob das Kursgewinnverhältnis einer Aktie niedrig ist oder nicht. Da gehören noch ein paar andere Aspekte dazu, die ich zum Beispiel auch in meiner Analyse im Renditebrief natürlich berücksichtige. Aber das ist schon mal ein Ansatz, um zu gucken, oder beziehungsweise um gewisse Werte zu vermeiden, die extrem überbewertet sind. Ja. Also das ist der eine Lösungsansatz, erstmal sich auf diese Sektoren zum Beispiel zu konzentrieren. Dann gibt es ein zweiter Ansatz, und der ist mehr so also mit dem Handel selbst der Optionen verbunden. Sie können natürlich sich dafür entscheiden, Optionen at the money zu handeln, also am Geld. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Basispreis, der Strike von dem Put, den Sie handeln, ungefähr dem aktuellen Aktienkurs der Aktie entspricht. Also wenn die Aktie bei $50 notiert, dann handeln Sie quasi einen Cash-Secured Put mit einem Basispreis von $50. Gut. Also es gibt da Vor- und Nachteile auch von dieser Lösung. Also der Vorteil ist ganz klar, Sie kriegen eine höhere Prämie, als wenn Sie ein Put aus dem Geld handeln. Das heißt mit einem Basispreis, der deutlich tiefer liegt. So, also wirklich am Geld ist definitiv der Cash Secure Put, der am meisten Prämie bringen wird, wenn man jetzt die Puts ausschließt, die im Geld sind, deren Basispreise über dem aktuellen Aktienkurs notieren, wo es eigentlich nicht so viel Sinn macht, die zu handeln. So, wichtig aber dabei ist, dass Sie da unbedingt, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass Sie dann nur sehr, sehr gute Aktien handeln, also wirklich qualitative Aktien handeln. Warum? Weil wenn Sie jetzt einen Put handeln, der am Geld ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Ausübung dieser Puts beziehungsweise eine Andienung der Aktien wahrscheinlich. Also wahrscheinlicher, als wenn Sie einen Basispreis wählen, der deutlich tiefer ist. Ja? Sie haben praktisch bei dieser Herangehensweise null Sicherheitspolster. Ja? Also sobald die Aktie fällt, ist der Put im Geld und die Möglichkeit, dass dieser Put ausgeübt wird, steigt. Und von daher, wenn das passiert, ja, dann sollten Sie natürlich eine Aktie im Depot haben, von der Sie überzeugt sind. Von der Qualität Sie überzeugt sind. Von daher, das ist eine Herangehensweise, die mache ich bei mir persönlich auch privat in meinem Konto auch. Also es kommt sehr oft vor, dass ich Cash Secured Put handle auf gewisse Aktie mit einem Basispreis, der am Geld ist, weil ich habe kein Problem damit, wenn die Aktie mir eventuell da ins Depot eingebucht wird. Im Renditebrief vermeide ich das. Also es gibt ein paar Ausnahmen, wo ich das auch mal gemacht habe, glaube ich. Aber in der Regel vermeide ich das. Aber es ist eine Möglichkeit, ja, und damit kriegen Sie auf jeden Fall noch eine sehr, sehr ordentliche Rendite und eine sehr, sehr gute absolute Prämie. Idealerweise, wenn Sie das machen, beherrschen Sie auch die Rolltechnik, ja, also das Rollen von Optionen. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, was es ist, weil einige von Ihnen kennen das bestimmt. Also Rolltechnik ist sowieso unabdingbar im Optionshandel, die müssen Sie herrschen, vor allem wenn Sie beherrschen, wenn Sie Stillhaltergeschäfte machen. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Schulen. Die einen sagen, ja, Rollen ist einfach nichts anderes, als die Verluste in die Zukunft zu verschieben. Ich bin da komplett anderer Meinung. Also ich glaube, Rollen ist das, was wirklich den Optionshandel schmackhaft macht, weil sie damit in der Lage sind, jeden Trade quasi über die Zeit zu retten. Ne? Und das bedeutet hier in dem Fall, also wenn Sie Optionen am Geld handeln und wenn Sie jetzt, ich sage mal so, das Pech in Anführungsstrichen haben, dass die Aktie tatsächlich fällt, dann haben Sie die Möglichkeit, diese den Put in die Zukunft zu rollen, also den Put zu schließen, einen neuen Put zu eröffnen. Und dadurch, dass Sie anfangs eine hohe Prämie vereinnahmt haben, wird das Rollverfahren in Zukunft ein Tick einfacher sein, weil Sie schon von einer sehr, sehr guten Ausgangslage ausgehen sozusagen. Ja? Also das ist eine Möglichkeit. Zwei weitere Lösungsansätze. Okay, hier habe ich jetzt Lösungen geschrieben, ich meine auch Lösungsansätze, also Ideen zumindest, wie Sie in diesem Umfeld arbeiten können. Sie können auch sagen, okay, ich handle jetzt einfach Optionen mit einer längeren Laufzeit. Ja, das wird definitiv die Rendite in Prozenten nicht verbessern, das ist klar, aber Sie werden zumindest absolut betrachtet normalerweise höhere Prämien vereinnahmen können, weil wenn Sie also weiter in die Zukunft gehen mit deren Laufzeiten, dann werden diese Optionen einen höheren Zeitwert aufweisen. Der Zeitwert ist eine Komponente des Preises einer Option.
Und je länger die Laufzeit des Trades oder je länger die Laufzeit des Puts, desto höher dieser Zeitwert, desto teurer auch die Option. Und daher können Sie auch dann entsprechend eine höhere Prämie vereinnahmen. Aber wie gesagt, wenn Sie dann das in Prozent betrachten, werden Sie eigentlich schlechter fahren als kürzere Laufzeiten. Das ist in der Regel so. Dafür bekommen Sie vielleicht eine attraktivere Prämie absolut betrachtet und können auch vielleicht auch größere Sicherheitspolster einbauen. Trotzdem, auch wenn Sie das machen, wenn Sie längere Laufzeiten wählen, würde ich nicht länger als 90 oder 100 Tage in der Zukunft gehen, so Pi mal Daumen, weil nur dann profitieren Sie wirklich, also ab dann profitieren Sie von dem Zeitwertverfall der Option, was im Stilllegergeschäft extrem wichtig ist. Wenn Sie darüber hinausgehen, und ich kenne auch Optionshändler, die zum Beispiel Puts verkaufen in einer Laufzeit von 6 Monaten, für mich ergibt das überhaupt keinen Sinn, weil damit verschenken Sie den kompletten Vorteil von Stilllegergeschäften und dieser Vorteil, also einen wichtigen Vorteil der Stilllegergeschäfte, und zwar den Zeitwertverfall von den Optionen. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn, das wäre ein bisschen Fachjargon jetzt gewesen, aber merken Sie sich das, dass in den letzten 90, 100 Tagen die Optionen in der Regel schneller an Wert verlieren und das ist Ihr Ziel, wenn Sie eine Option verkauft haben. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt und dieser Punkt ist ein bisschen, ich sage mal so, polemisch. Ja. Da gibt es auch Meinungen, unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Also, wir sind in einem Markt, wo die Volatilität, die implizite Volatilität relativ gering ist, habe ich vorhin gezeigt. Es lassen sich aber trotzdem Aktien finden mit einer hohen impliziten Volatilität. Man muss gar nicht lange suchen eigentlich. Und vielleicht kommen Sie dann auf die Idee zu sagen, ja gut, okay, der Markt ist allgemein nicht sehr volatil, aber die Aktie ist extrem volatil und damit kann ich eine wunderbare Prämie vereinnahmen. Sie erinnern sich, je höher die Volatilität, desto höher die Prämie, die man mit einem Cash Secured Put vereinnahmen kann. Da kann ich nur sagen, Achtung, wenn eine Aktie eine sehr hohe implizite Volatilität aufweist, dann gibt es einen sehr, sehr guten Grund dafür. Ja, und diesen Grund müssen Sie versuchen zu verstehen. Ich gebe mal ein paar Beispiele und diese Beispiele sind definitiv keine Empfehlungen. Ja. Riot und Mara, das sind die US-Ticker von zwei Unternehmen, die im Bereich Blockchain-Technologie unterwegs sind, also alles, was mit Kryptowährungen, Mining zu tun hat und so weiter. Ganz, ganz komplexe Angelegenheit übrigens, ja. Muss man auch ein bisschen verstehen, was diese Unternehmen machen. Und diese zwei Aktien, wenn Sie da Cash Secured Put drauf handeln möchten, dann werden Sie natürlich Spaß haben. Da werden Sie tatsächlich sehr, sehr gute Prämie vereinnahmen und extrem große Rendite erzielen können. Und vielleicht haben Sie sogar Erfolg damit. Aber diese Aktien sind nicht ohne Grund volatil, ja, weil also es ist absolut möglich, dass an einem Tag die eine oder andere Aktie 30% an Wert verliert. Ja, ich glaube, ich würde mal vermuten, dass das auch schon mal passiert ist. Und dann selbst wenn Sie einen Sicherheitspolster von 20% haben, wird das nicht so ganz einfach sein, dann mit diesem Cash-Secured-Put klarzukommen und Sie wissen nicht, ob diese Aktie sich auch erholen wird. Also ich würde jetzt diese beide Aktien, Riot und Mara ist glaube ich Marathion, würde ich jetzt nicht in die Kategorie der hochqualitativen Aktien einstufen. Okay? Dann gibt es diese Zockeraktien, GameStop und die Kinokette AMC. Haben Sie wahrscheinlich auch gehört. Diese Aktien sind auch in der Regel sehr volatil. Das heißt, da könnte man sich auch austoben. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass man das eher nicht machen sollte, weil die Kursschwankungen von diesen Aktien absolut unvorhersehbar sind. Und wenn ich jetzt darauf tippen müsste, in welche Richtung sie sich bewegen, würde ich eher auf eine fallende Richtung setzen. Aber boah, weiß ich nicht. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was man machen sollte. Und dann gibt es das Thema China-Aktien. Ja, wenn Sie auch mitgekriegt, die China-Aktien sind momentan sehr, sehr stark gefallen, in den letzten Monaten und Wochen sehr, sehr stark gefallen. Da finden Sie auch ganz viele Aktien, die eine hohe implizite Volatilität aufweisen. Und der Grund ist auch ganz klar. Es gibt Risiken, dass es erst weiter bergab geht. Wenn Sie jetzt eine andere Meinung vertreten, wenn Sie denken, das sehen Sie eher als eine Chance, ja, diese China-Aktien jetzt zum Beispiel zu handeln, beziehungsweise die Cash Secured Put zu handeln, aufgrund auch dieser hohen Volatilität und weil Sie denken, dass diese Thematik irgendwann auch eine Lösung finden wird, dann ist es natürlich auch eine Gelegenheit. Ja, kann man eventuell in Betracht ziehen. Ich persönlich würde das jetzt nicht machen. Ja, also für mich gibt es genug andere gute Aktien, ohne dass ich mir jetzt ein zusätzliches Risiko ins Depot hole, bezüglich, also wo eine gewisse geopolitische Komponente drin ist, die ich überhaupt nicht einschätzen kann und kein Mensch kann sie so wirklich richtig einschätzen. Da lasse ich lieber die Finger davon. Ja. Dann gibt es sogenannte besondere Situationen, die dazu führen, dass gewisse Aktien tatsächlich eine höhere implizite Volatilität aufweisen, die aus meiner Sicht zum Beispiel ein bisschen übertrieben ist. Ja, da ist eine gewisse Angst drin und
die Beispiele, die ich Ihnen zeigen, haben vor allem mit diesen Corona-Ängsten zu tun. Das war auch letztes Jahr der Fall. Fluggesellschaften, die ganze Tourismusbranche, die Restaurants sind natürlich Aktien, die sehr, sehr stark gefallen sind letztes Jahr, aber sie haben sich auch wieder erholt, sobald die Aussichten da waren, dass das Thema Corona irgendwann ein Ende finden wird. Auch wenn wir heute noch kein Ende gefunden haben, ist es tatsächlich so, dass also ich persönlich gehe davon aus, dass wir tatsächlich noch, dass die Fluggesellschaften sich behaupten werden und weiterhin existieren werden. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen wieder Schwäche gesehen in diesen Aktien, auch bei den Fluggesellschaften aufgrund der Delta-Variante und Delta-Plus-Variante. Man spricht mittlerweile auch von der Lambda-Variante. Kann sein, dass auch zwischenzeitlich diese Aktien auch nochmal schwächer tendieren, aber ich gehe davon aus, dass wir da, dass wir dann irgendwann mal wieder eine Erholung sehen würden. Und da sind es dann tatsächlich. Also das ist jetzt, ich will jetzt nicht mein ganzes Geld darauf setzen, ne? Aber für einen kleinen Trade, so wäre ich da eventuell bereit, ein kleines Risiko einzugehen und hier in dem Fall die hohe implizite Volatilität dieser Aktie zu nutzen. Die Beispiele, die ich hier aufgelistet habe, und nochmal, das sind keine Empfehlungen, ne? Das sind nur Beispiele, das sind nur Ideen. Jeder muss für sich gucken, was diese Aktie für ihn taugt. Also AAL ist American Airlines, HGV ist die Hilton-Kette. MGM sind die Casinos, NCLA ist eine Kreuzfahrtsunternehmen, Norwegian Cruise oder so, und QSR ist eine Restaurantkette in Kanada. Ja, das sind typischerweise Aktien, wo man eventuell sich Gedanken machen kann und wo die implizite Volatilität da ist und die man eventuell nutzen könnte. So, und dann kommt der letzte Punkt, und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo am meisten diskutiert werden könnte. Anstehende Quartalsergebnisse können vorteilhaft sein. Und also es kann ja sein, dass Sie sich entscheiden, einen Cash Secured Put zu handeln mit einem Verfallsdatum, dass den Termin der Quartalsergebnisse umfasst. Ja, also zum Beispiel Quartalsergebnisse sind, keine Ahnung, am 20. August und Sie handeln einen Cash Secured Put und eine Option mit einem Verfallsdatum am 27. August, falls es so eine gibt, weiß ich nicht. So, dann können Sie davon ausgehen, dass diese Option tatsächlich sehr gute Prämie bringen wird, deutlich mehr als eine Option, die vor dem Termin der Quartalsergebnisse liegt. Und ein Beispiel werde ich auch gleich zeigen. Ja, dann könnten Sie natürlich, wie gesagt, höhere Prämie vereinnahmen. Sie haben natürlich das Risiko, wenn Sie das machen, dass die Aktie am Tag der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse kollabiert, ja? Dass sie 10-15% fällt und dann müssen Sie sich eventuell da die Ärmel hochkrempeln und die Position managen. An dieser Stelle hilft, ist ein Blick in die Vergangenheit. Gucken Sie sich zum Beispiel die letzten Quartale an oder die letzten Termine der Quartalsergebnisse und wie hat damals die Aktie reagiert? Wenn es jedes Mal so war, dass die Aktie kaum reagiert hat, klar gibt es keine Garantie, dass es immer so sein wird, aber dann haben wir zumindest einen kleinen Hinweis, okay, bis jetzt hat sich die Aktie eher so ruhig verhalten, als die Quartalsergebnisse veröffentlicht worden sind. Auch da achten Sie auf qualitative Aktien. Es kann auch sein, dass eine qualitative Aktie mal bei der Bekanntgabe von Quartalsergebnissen auch mal um 10% fällt oder 15% fällt. Das kann ja mal passieren. Aber wenn Sie eine solide Aktie gewählt haben, qualitative Aktie, also aus fundamentaler Sicht auch, dann können Sie zumindest hoffen, dass diese Aktie sich eher erholen wird als eine schlechte Aktie mit einem sehr, sehr schlechten Geschäft, mit ganz schlechten Zahlen. Ja? Von daher, wenn Sie das machen, wenn Sie die Quartalsergebnisse berücksichtigen wollen in dem Handel der Option, achten Sie auf die Qualität des Unternehmens. Und dann würde ich sagen, Beherrschung der Rolltechnik ist an dieser Stelle ein Muss. Ja. Wenn Sie sich mit der Rolltechnik nicht auskennen oder wenn Sie nicht davon überzeugt sind, dass diese Rolltechnik was taugt, ja, dann würde ich das tatsächlich nicht machen. Dann würde ich nur Cash Secured Put handeln, deren Verfallstermine keine Quartalsergebnisse umfassen, weil es kann manchmal vorkommen, dass wenn die Aktie dann um 10-15% fällt, dass sie dann rollen müssen. Und beim Rollen, ich erwähne das nochmal so am Rande, ist es so, dass Sie tatsächlich die Möglichkeit haben, Kursrutsche von 20% oder sogar 30% über die Zeit zu retten und am Ende doch noch mit Ihrem Trade einen Gewinn zu verzeichnen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel mit der Aktie von Ulta. Leider ist die Berichtssaison gerade eigentlich quasi zu Ende. Das heißt, ich habe jetzt keine aktuelle Aktie mehr gefunden, die demnächst Quartalsergebnisse ankündigen wird oder veröffentlichen wird. Ich habe jetzt
eine ganz, also noch eine Aktie gefunden, das ist die Aktie von Ulta Beauty. Definitiv ungeeignet, ja, für Cash Secret Put, weil die notiert in einem sehr hohen Kurssegment, wie wir es gleich sehen werden. Aber es geht nur darum zu erklären, wie das Zusammenspiel zwischen Quartalsergebnisse und Optionspreis funktioniert. Also, das ist jetzt ein Bild, was ich, ich gehe mal in den Präsentationsmodus. Genau, das ist jetzt ein Bild, was ich, glaube ich, vor 2, 3 Tagen gemacht habe. Da notierte die Aktie von Ulta bei $336. Also definitiv nicht für Cash Secret Put geeignet, weil da müssen Sie ziemlich viele Kapitalreserven im Depot halten, um nur einen Kontrakt zu handeln. Aber es geht jetzt nur ums Prinzip. Und dieses Unternehmen wird am 25. August Quartalsergebnisse veröffentlichen. Okay, am 25. August. Und jetzt gucken Sie sich mal die Puts an, die eine Laufzeit bis zum 20. August haben. Und wir betrachten nur als Beispiel den Put mit Basispreis 330. Und Sie sehen, dass Sie mit diesem Put zu dem Zeitpunkt hier eine Prämie von Pi mal Daumen $600 hätten vereinnahmen können. Ja, also der Kurs wäre ja bei ungefähr $6 gewesen. Und dann haben wir eine Kontraktgröße von 100, hätten Sie $600 Prämie verdient mit diesem Cash Secured Put. Und jetzt betrachten wir zum selben Zeitpunkt einen Put mit einer Laufzeit bis zum 27. August, das heißt 2 Tage nach den Quartalsergebnissen. Wir betrachten denselben Basispreis von $330 und sehen Sie, was Sie da vereinnahmen könnten, das Doppelte von der anderen Option. Sie könnten hier so um die $1.200 Prämie vereinnahmen. Und glauben Sie mir, dieser Unterschied, also dieser 100% Unterschied zwischen der einen und der anderen Prämie hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir eine Woche später liegen. Ja, also das ist nicht so ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, dass am 25. August Quartalsergebnisse veröffentlicht werden. Und das führt dazu, dass diese Option von dem Risiko der Quartalsergebnisse nicht betroffen ist und deswegen ist sie deutlich billiger. Und das führt dazu, dass diese Option hier zum 27. August quasi eine deutlich, deutlich höhere Prämie erbringt. Ja, also das ist etwas, was man in Betracht ziehen kann, wenn man ein bisschen risikoaffin ist, wenn man sich gut auskennt und wenn man in der Lage ist, auch eventuell deine Position anzupassen, falls der Plan nicht aufgeht. Ich habe jetzt den Basispreis von 330 genommen. Ich hätte aber jeden anderen Basispreis nehmen können. Auch deutlich tiefer. Das Bild wäre ähnlich gewesen. Also Sie hätten sowieso eine höhere Prämie da bei der Laufzeit hier zum 27. August. So, also das waren die Ideen, um mit einem aktuellen Marktumfeld eventuell mit Cash Secured Put umzugehen. Jetzt zeige ich Ihnen ganz kurz, wie wir gerade mit dem Renditebrief fahren. Ich gucke noch mal ein bisschen auf die Uhr. Ich hoffe, dass wir noch Zeit haben für ein paar Fragen. Also wir sind momentan beim Renditebrief mit 74 Trades im Gewinn. Ich zeige jetzt nur die letzten 20, weil sonst würde das die Folie sprengen. Also 74 Gewinntrade in Folge ohne einzigen Verlust seit dem Beginn der Strategie. Wir haben bisher, wenn ich mich richtig erinnere, 4 Trades gerollt von 74, also nicht so viel. 4 gerollten Trades. 3 davon haben dann sind dann zum Erfolg geführt worden und einer läuft noch, aber läuft momentan ziemlich gut. Und falls einige Leser von mir gerade in der Live-Schaltung dabei sind, da gibt es bestimmt welche. Ich weiß, wir haben gerade vielleicht heute einen neuen Trade-Kandidat für ein Roll-Verfahren. Wir haben gerade eben eine Aktie gehalten, also ein Cash-Secured-Put auf eine Aktie gehalten, die tatsächlich heute Quartalsergebnisse veröffentlicht hat. Und siehe da, die verliert, ich glaube, so um die 11 oder 12%. Und ja, dann müssen wir wahrscheinlich mit diesem Trade jetzt erstmal umgehen. Ich gehe davon aus, dass wir auch diesen Trades da über die Zeit Richtung Gewinn führen werden. Aber da müssen wir uns jetzt erstmal die Karten legen, wie wir damit umgehen. Und ja, Botschaft an die Leser, die sich das jetzt anschauen. Sie kriegen vermutlich heute Abend noch eine Mail von mir, spätestens morgen, aber ich denke heute Abend. So, und genau, so sieht der kumulierte Gewinn also nach 74 Trades. Also wir haben die Marke von $10.000 geknackt vor einiger Zeit. Und das sind die Statistiken eher so im Detail. Also die durchschnittliche Laufzeit eines Trades liegt momentan bei 40 Tagen. Wir schließen ungefähr einen Trade mit Gewinn alle 5,7 Tage. Durchschnittsgewinn pro Trade $138, höchster Gewinntrade bis jetzt $420 und durchschnittliche jährliche Rendite pro Trade 26,4%. Diese Zahlen und diese Statistiken zeige ich auch jede Woche in meinen Wochenberichten. So, also die Anlagephilosophie nochmal zusammengefasst des Renditebriefs. Value Trading mit Optionen nenne ich das, also mit kurzfristigen Cash Secured Puts auf hochqualitative Aktien, die zu fundamental und technisch attraktiven Kursen notieren, planbar, sicher und unabhängig von der Marktrichtung Geld verdienen.
Und tatsächlich ist es so, dass wir als Ergebnis momentan ein planbares und konstantes Vermögenswachstum verzeichnen. Wir zielen nicht darauf, einen Glückstreffer zu landen mit einer Kursverdoppelung über Nacht. Ja, also wir wollen jetzt nicht 100% Gewinn machen über Nacht. Wir wollen viele, viele kleinere Trades ansammeln, die also ein sehr, sehr hohes Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen. Und am Ende schaffen wir es tatsächlich, eine Trefferquote momentan von 100% aufzuweisen. Auch 95% wären völlig okay. Also ich habe überhaupt auch kein Problem, mal auch einen Verlust zu verzeichnen. Aber momentan sind wir mit 100% unterwegs. Die Strategie verbindet die Vorzüge des Value Investing mit dem aktiveren Optionstrading. Also wenn Sie gerne Value-Aktien handeln oder gute Aktien handeln, aber auch gerne Optionen handeln möchten, dann haben Sie hier in dieser Strategie quasi beides aus beiden Welten. Nutzt den immensen statistischen Vorteil von Put-Verkäufen. Da gibt es auch Video von mir, wo ich das ein bisschen erkläre, warum Sie mit dem Verkauf von Cash-Secured-Put grundsätzlich statistisch gesehen immer im Vorteil sind. Und wir sind in der Lage, Gewinne sowohl bei hoher als auch bei niedriger Volatilität zu erzielen. So, wenn Sie Interesse haben an der Strategie, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, auf der Seite hier der renditebrief.de das Ganze 28 Tage lang kostenlos zu testen, ohne Verpflichtungen. Wenn Sie merken, okay, ist doch nichts für Sie, können Sie innerhalb der 28 Tage eine kleine Mail schreiben an die World of Trading, Kündigungen und so weiter. Das war's. Und alle Unterlagen, die Sie dann in der kostenlosen Probephase bekommen haben, können Sie behalten. Natürlich wünsche ich mir, dass Sie dabei bleiben, logischerweise, weil es macht schon Sinn und das ist schon super, wie man die Gewinntrades hier aneinander reiht. Aber wie gesagt, das ist Ihre Entscheidung. Und damit kann ich mich schon mal bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und ich öffne jetzt noch die Chat und die Fragen, wenn es welche gab. Ja, und wir haben noch ein bisschen Zeit, um diese Frage durchzugehen. So. Gibt es einen Link, wo man Angst und Gier abrufen kann, fragt Helmut. Ja, also gehen Sie, ja, ich denke, wenn Sie jetzt einfach auf Google das antippen, Angst und Gier Index CNN, ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie zu dem Link kommen, wo Sie das finden können. Es ist auf jeden Fall auf der Seite von CNN.com. Auf der Seite selbst ist es vielleicht nicht so einfach zu finden, aber googeln Sie es und dann finden Sie es bestimmt. Und in TradingView gibt es da auch einen Indikator, der mit diesem Namen da vorhanden ist. Gleichgewichteter S&P 500, fragt Michael. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Die Frage bezieht sich wahrscheinlich auf meine Aussage, dass die Schwergewichte aus dem Tech-Sektor den S&P 500 nach oben treiben. Wenn man jetzt den S&P 500 gleichgewichtet betrachtet, könnte man sich wahrscheinlich das auch anschauen. Ja, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich möchte wie empfohlen die vergangenen Quartalsergebnisse nutzen. Woher kann man die Daten für Optionsprämie aus der Vergangenheit erhalten? Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also es gibt bestimmt gewisse Software, wo Sie bereits verfallene Optionen finden können. Das kann ich aber Ihnen jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Eine Software dafür habe ich auch. Doch habe ich. Ich nutze da meine eigenen Tools auch. Ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn ergeben würde unbedingt. Mit welchem Investitionsvolumen soll ich bei dem Renditebrief einsteigen? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel mit 10.000 Euro einsteigen würden, dann könnten Sie handeln. Sie könnten die Strategie handeln, Sie müssen aber ab und zu einen Trade aussetzen. Also Sie könnten nicht alle Trades aussetzen. Im Renditebrief nutzen wir ein Musterdepot mit einem Startkapital von 50.000 Euro. Ja. Bedeutet aber nicht, dass Sie 50.000 Euro investieren müssen. Also genau die Hälfte, mit der Hälfte einsteigen oder auch mit 10.000 Euro. Wie gesagt, dann würde es ab und zu dazu kommen, dass Sie irgendwann voll investiert sind und dann müssen Sie erstmal warten, bis Sie einen Trade geschlossen haben, um den nächsten eröffnen zu können. Macht es Sinn, mit dem VXX das Depot abzusichern, wenn die Märkte überkauft sind? Also ich nutze zwar Volatilitätsinstrumente, also für mich persönlich, um ein Depot einigermaßen zu schützen, allerdings nicht mit dem VIX. Ich glaube, die allgemeine Methode, um sich mit dem VXX abzusichern, besteht darin, längere im Sinne von mit langer Laufzeit Call-Optionen zu kaufen, die aus dem Geld sind. Ich bin kein großer Freund davon. Ich bin grundsätzlich auch kein großer Freund davon, Optionen zu kaufen. Von daher
würde ich jetzt keine Absicherungsstrategie mit dem VIX da empfehlen können. So, und die anderen Kommentaren sind Dankeschön von den Teilnehmern. Ich danke Ihnen auch. Wie gesagt, Sie können sich das Ganze nochmal anschauen in Ruhe, wenn Sie möchten. Der Vortrag wird aufgezeichnet. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Seien Sie vorsichtig, achten Sie auf die Warnsignale und überlegen Sie gut, mit welchen Investitionskursen Sie einsteigen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, schönen Abend. Tschüss.